wenn ich vergleiche ein Chibei zum Beispiel, den ich sehr gerne schaue, macht großartige LOL-Videos auch, aber eben schon für etwas höhere Elo-Höhen und so. Also werde ich ja eher so im Mittelfeld rumgurke, mit Silber und Gold und so, ist er auf Platin Diamond unterwegs und damit eben wesentlich höher. Natürlich bekommt man auch von ihm Tipps, wie man eben spielt oder spielen sollte. Aber ich krieg's halt irgendwie allgemein mit, weil ich halt Freunde in allen Elo-Höhen habe irgendwie und deswegen... Gott, haben wir hier viel Kohle. Deswegen denke ich, ist das echt nicht schlecht, aber gut. Es fehlt an Brettern. Hm. Mist. Mein Säge wäre chronisch überfordert oder was? Aber das wird sich bald geben. Kein Werkzeug, Milord. Auch hier kein Werkzeug. Hier auch nicht. Haben wir echt so wenig Werkzeuge? Gut, hier gibt es da Kohle, das kann ich abreißen. Ich muss zusehen, dass ich irgendein Werkzeug habe, das auch keine Arbeit mehr, weg damit. Das Lagerhaus hier steht ganz gut. So, der hat das Werkzeug, aber verstehe schon. Wenn mir das sagt, was hier ist, kann ich den auch abreißen. Das ist auch klar. Hier habe ich noch viel mehr Kohle. Okay, den kann ich auch dann abreißen. Hier habe ich Salz. Perfekt. Perfekt. Kann ich den auch wegziehen. So. Die Pfanne war blöd, ja. Gebe ich zu. So, und hier beginnt die Arbeit. Das finde ich gut. Denn jetzt können wir Werkzeug produzieren. Jetzt kann ich die anderen auch wieder... Eigentlich auch ein Idiot gewesen in der Hinsicht, weil... Ich müsste abreißen, um überhaupt irgendwie an Dinge zu kommen. Egal. Erzeugen wir uns einfach mal ein paar Fische so spontan. Da oben ist wie gesagt Kohle. Da kann ich jetzt erstmal das Holz. Nein, kein Lagerhaus. Kann ich jetzt erstmal das Holz abklopfen? Holzfäller hier arbeiten, fleißig, finde ich gut. Was mich jetzt mal interessieren würde generell, was sagt ihr dazu, dass PewDiePie eben da sich einfach mal spontan dazu entschieden hat, die Kommentare abzuschalten? Denkt ihr, dass es ihm auf Dauer gehörig schaden wird oder schaut ihr ihn überhaupt oder wie macht ihr?
oder wie geht ihr damit um? Und damit eben zurück zum eigentlichen Dingens, Werbung bei anderen Kanälen. Ja und nein. Werbung bei anderen Kanälen kann gut sein, muss es aber nicht. Wenn ihr mit anderen Kanälen zusammenarbeitet, solltet ihr darauf achten, dass ihr euch und euer Angebot ergänzt. Es bringt nichts, wenn ihr einen Typ nicht leiden könnt und nur mit dem zusammenarbeitet, weil er eben, sagen wir mal Daumen mal Pi mal Y, einfach mal 5000 Abos mehr hat als ihr. Wenn ich mich zum Bleistift mit dem Doc nicht verstehen würde, würde ich den garantiert auch nicht empfehlen. Oder mal mit ihm zusammengearbeitet haben. Was mir momentan irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen versumpft, was mir auch irgendwo leid tut, denn es macht eigentlich immer irre viel Spaß, mit ihm zu zocken. Wer sich vielleicht erinnert, es gab ein Let's Battle Shogun 2 zwischen uns. Wir wollten eigentlich eine ganze Multiplayer-Kampagne mehr oder weniger machen. Das hat sich dann aber irgendwie verflüchtigt. Oder eigentlich mehr Battles auch. Es hat sich alles irgendwie verzogen. Ich habe dann auch mal ein Replay von World of Tanks eingeschickt bei ihm. Müsste ich jetzt raussuchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, bei welcher Nummer das war, aber da war ich auch eben dabei. Aber da hat es eben einen Sinn. Man ergänzt sich halt, man spielt ähnliche Spiele, aber nicht dieselben. Während er zum Beispiel ein Port Royal gespielt hat oder ein Europa Universalis, hab ich halt Siedler, Anno und ja, keine Ahnung, schieß mich tot. Wir haben aber auch beide Total War laufen und gehabt. Von dem her ist da eine Schnittstelle, mit der man sich ergänzt. Oder wenn ich mir anschaue, Charter, mit dem ich ja momentan extrem viel wieder zusammenarbeite, weil er jetzt wieder da ist. Bei dem habe ich die Schnittstelle über die Action-Rollenspiele, Darksiders. Da spielen wir dasselbe, da kann man es vielleicht nochmal anders sehen oder vielleicht einen anderen Lösungsansatz oder so. Und dann ist halt auch gut und dann läuft es und wenn ich dann zum Beispiel, während er dann halt auch noch Ego-Shooter, wie zum Beispiel Dead Space laufen hat und Rennspiele, habe halt ich für diejenigen, die es weniger interessiert, bei Ego-Shootern oder Rennspielen zuzuschauen, habe ich ja eben dann die Strategiespiele und Wirtschaftsspiele und so weiter und das ergänzt sich halt dann einfach wieder. Und was natürlich dazu kommt, wir verstehen uns prächtig. Insofern ergänzt sich das einfach und genau darauf kommt es an. Es hat wie gesagt keinen Sinn, wenn ihr YouTuber seid und da irgendwie mit jemandem zusammenarbeitet, den ihr nicht leiden könnt. Das bringt euch und ihn in den Ruin. Und dementsprechend blöd wäre es, das dann zu machen. Just saying, aber gut. Ich weiß, dass mich auch ein paar YouTuber selbst schauen. Da würde mich ganz ehrlich mal interessieren, wie steht ihr zu Kooperationen? Egal wie groß oder klein ihr seid, unter welchen Bedingungen würdet ihr welche machen? Also jetzt nicht mit mir, sondern generell. Denn irgendwie kommt mir das in der letzten Zeit immer irgendwie so immer seltsamer und komischer vor, keine Ahnung.
Aber wie gesagt, das ist im Endeffekt eure Sache. Ich habe keine Kälte mehr, deswegen. Zweite Opferstätte steht sehr gut. Ich kann eine zweite Fischopferung paratstellen, weil die brauchen wir gleich. 2, 3. Die Opferung wirft nur 3 Fische ab. Okay, das ist wenig. Egal. Wir bekommen ja gleich noch ein paar Fische dazu. Und damit läuft das Ganze dann hoffentlich. Jetzt mal hier noch ausbauen. Was zum... Na warte. Wir haben ja so viele Schäfchen liegen. Die können wir bestimmt gut verarbeiten. Also jetzt Scheren auf Kills. Salz müssten wir mittlerweile auch gut abbauen. Das heißt, eigentlich müssten wir auch mit der Fleischproduktion beginnen können. Rein theopraktisch. Das hier hin baufällig ich Felder, oder? Nicht mal, nice. Gut, dann muss ich nur noch die Whisky-Produktion sichern, denn ohne Whisky kann ich eben auch nichts machen. Eisen, Granit, okay. Granit ist gut. Finde ich toll. Ein Fältchen. Und die Brauerei. Und dann brauche ich noch Brunnen. Wenn ich hier schon dabei bin, kann ich eigentlich gleich 2 Brunnen bauen. Um die Wasservorräte einfach ein bisschen stärker abzusichern. Hm. Oh, so. So. Das läuft dann so. Wir haben Steinmangel, das finde ich jetzt überhaupt nicht toll. Ich werde wohl ums Granitbergwerk nicht drum herum kommen. Das Problem ist, die brauchen unbedingt Brot. Oh. Eisen hier wird auch knapp, nein, nicht ganz noch, aber langsam eben. Und durch diese Kooperationen zieht sich dann halt immer so ein bisschen hin. Fleischer hier oben auch irgendwo hinbauen. Hier im Lagerhaus habe ich die Schäfchen, ist die Weberei. Die hier hinbauen? Natürlich kann ich das hier hinbauen. Vollkommener Logistikanbieter. Whisky erzeugen muss ich eigentlich nicht können. Aber dieser Steine wäre nicht schlecht. Habe ich noch? Einen Kristall habe ich, okay. Oder Edelstein eigentlich, aber gut. Aber das Granitbergwerk ist ja fertig und ich muss die Brotproduktion erhöhen. Ich habe genug Mehl übrig, ach du Grüne. Okay, dann weiß ich, was ich tun muss.
Und zwar baue ich hier noch eine Farm hin.